Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum Scania Truck Driving Simulator. Heute geht's weiter mit den gefährlichen Strecken. Und wir fangen an mit Reparaturen am Schluss. Du erreichst das Gelände einer mittelalterlichen Burg, die gerade restauriert wird. Aufgrund des teilweise richtig schlechten Wetters hat es einige Erdrutsche gegeben, wodurch die Straße beschädigt wurde. Fahre mit einem höchsten Maß an Vorsicht und achte auf die Baumaschinen, die an der Straßenausbesserung arbeiten. Okay. Könnte schon ein bisschen härter werden als die anderen. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Mittlerweile habe ich mal ein paar Grafikoptionen runtergestellt. Mal schauen, ob diese Grafikbugs, wie man hier sieht, immer noch auftauchen, so sehr wie vorher. Vielleicht hat das ja ein bisschen geholfen. Ach, Scheiße. Was wird bitte hier verlangt? Ja, moin. Schon auf beide Spiegel immer achten, was nicht gerade einfach ist. Und jetzt gibt es hier auch noch Steine, Junge. So schwieriger kann man es ja nicht machen. Okay, aber das sieht gut aus. Haben wir geschafft. Wie gesagt, man kann das immer nie richtig abschätzen, wie nah dran man ist. Okay, die Grafikbugs treten leider immer noch auf. Ein bisschen doof. Kann ich wahrscheinlich wirklich nichts machen. Tut mir leid. Da müssen wir wohl durch. So, vorher gab es das ja, glaube ich, wirklich nicht. Wenn ich mich da richtig dran erinnere. Als wir da dieses Training gemacht haben. Ach du meine Güte! Das wird doch nix. Ich glaube, das habe ich schon falsch angefahren. Okay, da rechts ist ein Stein. Vor uns sollte nix sein. Ha, reimt sich. Das schaffen soll. Drauflieger ist doch höher als das. Das ist dieser Arm vom Bagger. Okay, ja doch, kann machbar sein. Ist doch ziemlich anders, als es aussah. Alter Schwede. Junge, Junge. Ihr wisst, ich versuche mir hier mein Bestes zu geben, so schnell und gut hier durchzukommen. Aber das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Mach das mal mit einem amerikanischen Truck, dann wäre es unmöglich. Wegen der langen Schnauze.
dann schaltet er auch so doof. Vielleicht wäre es in der Haarschaltung doch einfacher, aber viel aufwendiger. Vor allem, wenn ich mich da die ganze Zeit selber umschauen muss. Er hat immer noch so ein Eye-Tracking-Ding. Was alles sehr viel einfacher machen würde. Junge, Junge. Alles echt knapp. Ja, genau. So, wenn ich jetzt hier was abräume, dann würde es mich nicht wundern. Ja, aber bisher kommen wir gut durch. Da vorne ist die Ziellinie. Junge. Oh nee, da ist noch nicht die Ziellinie. Es geht noch weiter. Da ist die Ziellinie. Okay. Gut. Wenigstens. 500 Punkte, sehr gut. Weiter geht's. Zur nächsten Aufgabe. Fähre. Du bist bereits zu spät und wenn du jetzt noch die Fähre erwischen möchtest, darfst du keine weitere Zeit verlieren. Es scheint, die Komplikationen wollen kein Ende nehmen. So wenig Platz, um den Auflieger zu manövrieren. Pass auf, dass du nicht die Autos beschädigst, die du geladen hast. What? Ich muss das nochmal anschauen. Also vorwärts da rein. Oder auch rückwärts, je nachdem. Da hinten könnte man drehen und dann vorwärts. Ja gut. Lass mal schauen. Wir werden sehen. Hinter uns sollte Platz sein, zumindest ein bisschen. Damit wir da uns besser positionieren können, um in diese unglaublich enge Einfahrt reinzukommen. Schön den rechten Spiegel benutzen. So müssen wir auch wieder aufpassen mit dem Ausscheren natürlich. Das wird doch niemals was. Okay. Und vor allem dann auch noch mit dem Never. Never is this gonna happen. Da mit diesem Ausschwung da rechts. Okay, doch, vielleicht irgendwie schräg reinfahren. Da ist das Tor. Holy smokes. Ist das eng. Alter, habt ihr das gesehen beim Tor? Unglaublich knapp. Ja. Und jetzt wollen sie es von Siri auch nicht unbedingt viel einfacher machen. Lass mal kurz hier hineinfahren. Können wir so rückwärts setzen, zum Schauen, wie es aussieht. Boah. Nicht unbedingt gut. Danke, Mr. Anker. Sehe ich absolut gar nichts mehr vom Anker. Ganz rechts einschlagen. Ganz links einschlagen wieder. Können wir kurz hier schauen, wie es aussieht. Sollte gut sein eigentlich. Sollte gut sein.
Junge, Junge, Junge. Komm schon. Dreh dich um. Zum Glück gibt es hier in dem Spiel noch keine Leitungen, sonst würden wir die hier sofort abreißen. Also das kann ich euch sagen. Weil so ein LKW umdrehen auf dem Kreis. Also in einem engen Kreis ist nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Vor allem, wenn die Reifen eigentlich rückwärts schon drehen müssen, wie hier wahrscheinlich der Fall ist. Hohoho. Ho, ho. Das ist gar nicht gut. Irgendwas erwischt doch bestimmt da hinten. Nicht? Nicht? Wirklich? Alles gut? Okay. Gar nicht gesund für die Räder. Okay, diese schwarzen Blöcke nerven unglaublich. Alter, macht es doch noch enger. Ja, genau. Schon gut. Übertreibt es halt. Alter, Millimeterarbeit. Der Spiegel wäre fast ab. Okay, jetzt sieht's gut aus. What the hell? Diese schwarzen Blöcke nerven echt. Von daher wird es eben wahrscheinlich auch von dem Spiel hier nicht mehr allzu viel geben. Ist halt eben doch ein bisschen zu alt wahrscheinlich. Stau beim Entladen. Ein Verkehrsstau auf der Werft. Die vielen LKW unter dem Ladekran verspüren dir die Ausfahrt. Finde eine andere Route aus dem Containerlabyrinth. Bei den besonders engen Abschnitten ist zusätzliche Vorsicht geraten. Alter, was? Nochmal kurz den Anfang bitte anschauen. Weil wir wieder rückwärts müssen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und aufpassen wegen dem Ausschwenken wieder. Hinter uns. Wo könnte man nicht auch schon hier drehen eigentlich? Ach egal. Das könnte knapp werden, wenn ich das so weitermache. Weil wir hinten wieder eben einen Überhang haben. Aber vielleicht machbar, wenn ich nicht zu sehr einlenke. Sieht eigentlich gut aus. Das sieht auch gut aus. Sollte passen. Sollte alles passen. Perfekt. Dann einmal, wie erwähnt, durch das Labyrinth hier. Durch das Container-Labyrinth. Zum Glück ist es kein Labyrinth, denn sonst würden wir hier rechts, links fahren. Okay. Mhm. Ja. Doch.
Das wird spannend. Okay. Kann vielleicht was werden, wenn ich so mache. Mal schauen, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber egal, wir probieren es trotzdem. Sind wir da jetzt schon vorbei oder nicht? Doch sind wir, okay. Okay, hat geklappt. Würde ich mal sagen, Profi vom Werk. Da dürfen wir jetzt eben nicht zu nah ran, denn sonst schwenken wir hinten aus. Was schnell mal zum Problem werden kann. Aber ich glaube, der Abstand sollte so gehen. Ja, sieht gut aus. Es hat auch wirklich bloß einen Containerplatz dazwischen. Nicht zu stark einlenken, damit wir hinten nicht ankommen. Sehr gut. Sieht auch gut aus. Hier wieder das gleiche, ein bisschen so. Und hier könnte es jetzt vielleicht passieren. Sieht gut aus. Ich glaube, solange wir eigentlich auf dieser Spur sind, die auf dem Boden ist, sollte eigentlich nichts passieren. Oh, shit. Das wird nichts. Das war ultra knapp. Das war wirklich unglaublich knapp. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe im Spiegel, aber es war mega knapp. Den hätten wir fast mitgenommen, den Container. Komm. Manchmal nimmt er das Gas nicht an. Und da ist das Ziel. Man merkt, dass es immer schwieriger wird. Das merkt man auf jeden Fall. Wieder 500 Punkte, sehr gut, 5 Minuten. Aber ich würde sagen, das war's schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen hier beim Scania Truck Driving Simulator. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.